Und reden wir über umweltfreundliche Verkehrsmittel. Mit 21 Kilometern ist sie die längste Opuslinie der Region. Die Linie 4 aus der Stadt bis hinaus nach Hallwangmeier-Wiss. Vor einem Jahr wurde sie verlängert in die Nachbargemeinde. Ein Projekt der Vernunft, aber gerade die dauern oft am längsten angesichts der Eifersüchteleien zwischen der Stadt und den Umlandgemeinden. Die Linie 4 aber könnte nun zum Musterfall werden. 1,5 Millionen hat der Ausbau gekostet, aber er hat sich auch ausgezahlt. Die Endstation der Linie 4 in Hallwangmeier-Wies. Seit der Bus bis hier heraus fährt, wird er von deutlich mehr Fahrgästen benutzt als zuvor. Die Zahlen der vergangenen 12 Monate belegen das ganz eindeutig. Wir reden an Werktagen von etwa einer 100%igen Steigerung und an Samstagen sind sogar 150%. Und früher fuhr der öffentliche Verkehr überhaupt nicht an Sonntagen und hier gibt es natürlich einen enormen Zuwachs. Allein den neuen Streckenabschnitt zwischen Hallwang-Esch und Hallwangmeier-Wies haben seit seiner Einführung vor einem Jahr rund 350.000 Fahrgäste benutzt. Ein Problem ist allerdings auch nach einem Jahr noch nicht behoben. Die Linie 4 verlässt das Stadtgebiet und unterliegt damit dem Verkehrsverbund mit Folgen für die Fahrgäste. Die brauchen nämlich 2 Tickets für die gesamte Linie. Weil wir nur bis zum Mirabellplatz fahren dürfen und dann müssen wir praktisch mehr zahlen. Gerade wegen den paar Meter da. Nur eben mit den Karten, da ist das Problem. Da gibt es Verbesserungsbedarf. Das heißt, dass es vielleicht auch eine Vorverkaufskarte gäbe oder dass man mit der ganz normalen Karte fahren könnte. An der Behebung des Problems wird angeblich intensiv gearbeitet. Dann sollen die Fahrgastzahlen noch mehr steigen. Zu dieser Fahrgaststeigerung hat übrigens auch die Elektrifizierung der Linie beigetragen. Gut sichtbare Oberleitungen treiben dem öffentlichen Verkehr die Fahrgäste gewissermaßen zu. Wissenschaftler sagen, dass es also mindestens 15-25%, je nach Anwendungsfall, sind. Und bei allen jüngsten Elektrifizierungen, sei es also tags am Europark, sei es auch jetzt nach Meier-Wies, können wir diese Zahlen nur bestätigen. Investitionen in den öffentlichen Verkehr zahlen sich also aus. Denn 350.000 Fahrgäste mehr auf der verlängerten Linie 4 sind etwa 200.000 Autofahrten dort pro Jahr weniger.